Wir befinden uns in den frühen 1910er Jahren. Ein aufstrebender Mafia-Clan am Höhepunkt seiner Karriere trifft sich nach seinem bisher erfolgreichsten Heist zur Beuteverteilung. Mich hat mit Abstand am schlimmsten erwischt. Ich soll den Restanteil kriegen. Niemals. Mit deiner Verletzung lebst du nicht mehr länger als 2 Wochen. Du solltest eigentlich gar nichts kriegen. Ich sollte die Aufteilung machen. Ich habe zumindest da am längsten Mathe studiert. Wir Frauen haben erst seit kurzem das Wahlrecht. Ich finde, wir Frauen sollten auch das Geld haben. Wie wär's, wenn ich einfach alles nehme? Und damit abhau. Ruhe auf den billigen Plätzen und Schweigefuchs. Wenn du ein Schüler wärst, dann müsstest du jetzt einen Text mit 600 Wörtern schreiben. Pfui, strenig, Minus. Also ich glaube, so wird es nichts. Die schaut rein mit mir in letzter Zeit und ich glaube, wir sollten getrennte Wege gehen. Da muss ich dir einmal recht geben. Wir sollten wirklich unsere Bande auflösen. Und so verschwanden die sogenannten Magistrat-Mafiosos. Einige führten ein ruhiges und ehrliches Leben. Andere wiederum konnten das Gaunertum nicht ruhen lassen. Zehn Jahre später, Anfang der 1920er, erlebte die Mafia eine neue Hochblüte. Speziell im kleinen Städtchen Sankte Paolo. Schaut euch das an. Die Lösungen für die Matura sind in der Stadt. Was? Echt? Ja. Mein Informant, der Bernhard Stock, hat das rausgefunden. Von welcher Matura? Von der Zentralmatura, logischerweise. Und was sollen wir jetzt bitte mit der Information? Das liegt ja wohl auf der Hand, wir stehlen sie. Wo sollen die jetzt sein, bitte? Die Lösungen sind in einem kleinen Häuschen, wo sie keiner vermuten würde. Und das sollen wir jetzt glauben, oder was? Hoffentlich. Und hat der Informant da Details, wie lange die Lösungen dort noch sein werden? Nein, das leider nicht, aber wir müssen auf jeden Fall schnell sein, wenn wir sie haben wollen. Da müssen wir aber zuerst die Chefin fragen, ob sie das lässt. Ja, passt, ich rufe sie an. Grüß Gott! Grüß Gott! Wir wissen, wo die Lösungen sind. Dürfen wir sie stehlen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ihr seid so ein Sauhaufen. Lernt gefälligst selber für die Matura. Sie hat's erlaubt. Zwohle. Darauf trinkt man's. Jawohl, eine Runde auf die Chefin. Jawohl! Zwohle! Hallo? Ja, hallo? Ich hab gerade herausgefunden, die gesattelten Lämmer. Um den Standort der Matura-Lösungen. Ist das sicher? Ja. Okay, dann werde ich es weiterleiten. Okay. Sie sagen, Sie wissen, wo die Matura-Lösungen sind. Corvino?
Die gesattelten Lämmer wissen, wo die Matura-Lösungen sind. Wir müssen schauen, dass wir sie vorher erstellen. Dann müssen wir nie mehr lernen. Jawohl, Walle. Jetzt werde ich Hand sagen, gell? Lernen für die Matura was. Diese ganze Aktion bringt nichts. Ich habe die Aktion einmal gemacht bei Nacht und Nebel und habe mir die Hilleszene gerissen. Also, es ist für nichts. Die Chance, nichts zu lernen, haben wir nur einmal. Wir müssen sie nutzen. Mach bitte ein Radl, Kevin. Du lernst ja sowieso nie. Was hat einmal deinen Text kannst du heute? Aber die anderen, die nichts lernen, die wollen die Lösungen von uns stehlen. Herr Professor, denken Sie einfach an uns arme, dumme Schüler, die Matura nicht einmal schaffen, wenn sie lernen. Wir müssen es machen für die schwächsten Glieder in unserer Kette. Wehe, untersteht's euch. Wir sollten nicht auf den Corvino hören. Wir müssen uns die Lösung holen. Stimme dir voll zu. Die Sterne wollen es so. Ja, genau so ist es. Aber wie machen wir das jetzt? Wir sind die Realistenklasse. Mit richtiger Planung und deutscher Präzision schaffen wir das easy. Aber die Planung muss top sein. Sonst müssen wir vielleicht lernen. Wer will bitte schon lernen? Aber wir müssen das nicht nur perfekt planen, sondern auch perfekt ausführen. Sonst ziehen wir den Kürzeren. Ja, dann hätte ich gesagt, starten, oder? Ja, und wie wollen wir es angehen? Am besten mit einem guten Plan. Wir sollten es so leise wie möglich machen, um möglichst wenig mediale Aufmerksamkeit so kurz vor der Matura zu erregen. Und wir dürfen uns keine Ausrutscher erlauben. Wie sollen wir das jetzt machen, das mit den Lösungen? Einmal sicher ohne die als Fahrer. Aber ansonsten wie immer. Wie der Schiller mit Sturm und Drang. Mal Loretta, bitte red einfach nicht von der deutschen meiner Gegenwart. Das interessiert doch gerade echt gar keinen. Also stimmen wir das Gebäude und nehmen alles, was wir kriegen können? Jawohl, darauf haben wir dann Opfersoft für alle, weil katholische Privatschule und so. Endlich mal ein guter Vorschlag. Jawohl! Und für die einen alkoholfreien Hugo, damit du die nächsten 5 Stunden beschäftigt bist. Wir brauchen 3 Gruppen. Die Vorbereiter, die Aufklärer und die Sprenger. Die erste Gruppe hat die Aufgabe, vor Ort die Lage zu klären und anschließend die folgenden Gruppen vom Hintergrund aus zu unterstützen. Die Aufklärer werden den Ort auskundschaften und vorzeitige Probleme wie zum Beispiel andere Ganoven beseitigen. Der Rest muss nur noch die Matura-Lösungen holen. So wird unser Plan ausschauen. Kevin, kannst du ihn wiederholen? Yes. Aber ist dieser Plan auch gut für die Umwelt? Umweltaktivismus wird erst in den 60ern erfunden. Dann erfind doch deine Fridays auch für die 20er. Ich glaube, der Überfall wird nicht leicht. Das haut nicht nur mich auf den Boden. Erich, du alter Fuchs, das hab ich mir auch schon gedacht. Der Meinung sind wir auch, gell, Laura? So ein kleiner Clan wie wir schafft es aber nicht allein. Ja, vor so einem Plan hätte sogar ich Angst. Wir sollten uns Unterstützung holen. Aber von wem? Ich würde da ein paar Leute kennen. Du meinst doch nicht. Aber das ist unsere einzige Option. Aber da muss es doch sicher noch andere geben, mit denen wir das machen können. Ja, aber die reichen wir so kurzer Zeit nicht mehr. Na dann, müssen wir das mit den gesattelten Lämmern wohl angehen. Wie kommen wir da eigentlich hin? Keine Ahnung, Google Maps ist noch nicht erfunden. Ich meine, ich bin schon verplant, aber ein bisschen mehr Organisation war halt nicht schlecht in der Sache. Mei, ich hab keinen Bock, wir müssen einfach andere Leute für uns machen lassen. Und wer glaubst du, wird das für uns machen? Wir würden da schon ein paar Vollidioten einfallen. Ich glaub, wir denken an die Salle, Marie. Muss das sein, mit denen zusammenarbeiten? Ich meine, mir gefällt's ja auch nicht, aber anders wird's halt nicht möglich sein. Boah, die sind aber alle so groß, so im Verhältnis. Wer bringt uns in Deutsch eigentlich das Argumentieren bei? Niemand, aber Hauptsache wir können mit Bäumen einklatschen. Jawohl, gehen wir. Und so wurde das größte Treffen in der Geschichte des Gaunertums arrangiert. Okay, schon den Charlie Chaplin Film gesehen? Richtig. Hey, seid mal leise jetzt. Liebe Mitganoven, wir haben ein gemeinsames Problem. Die Matura-Lösungen sind so nah und doch so fern wie noch nie. Wir haben alle ein Ziel, nämlich uns die Lösungen anzueignen. Wir müssen uns wirklich beeilen, Leitl. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zur Matura. Und lernen will ich sicher nicht. Die Lösungen müssen schon in unsere Hände fallen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Radelleid, ich wächst jetzt auch nicht gescheiter. Aber die Mädels haben recht. Wenn wir nicht bald handeln, wird es nichts mehr. Dann müssen wir uns halt zusammenschließen. So was wie das haben wir uns vorgestellt. Ja, aber da müssen wir ja unseren ganzen Plan ändern, oder? Ja, na. Jeder macht das so, wie er geplant hat. Wir sind halt einfach nur effektiver, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, wir mit Energie und die anderen leise. Entschuldigung, ist jetzt eigentlich illegal?
Alter, immer deine Fragen! Und so kam es, dass die Schüler die Katakomben mit den Lösungen überfielen. Was machen Sie denn da? Sie brauchen die Lösungen ja gar nicht. Wir geben euch die Lösungen sicher nicht. Ihr werdet schön lernen. Lernen? So weit kommt's noch. Die Lösungen kennen uns und nicht Ihnen. Pfui! Ihr könnt schön selber lernen für die Matura. Ja, die Lösungen werden wir auswendig lernen. Radl Kevin, du schlüsst mir 38 Entschuldigungen. Abduzet Bredam, qui occurrit prior. Hätten wir die Lösungen, würden wir jetzt wissen, was das heißt. Mal Leppel, sei leise, du hast da nichts mitzureden. Aber echt, du warst doch nicht einmal bei der Planung dabei, ha? Ja, wenn ihr mich so blöd anredet, jetzt kann ich gleich wieder gehen. Der frühe Vogel fängt den Wurm, hat er gesagt. Na, heute nicht. Fußvolk wie ihr kann uns überhaupt nichts anhaben. Ihr Ganoven für Arme. Na, sie kennen uns nichts. Sie Lehrer. Die Kinder lassen alles liegen. Ich werde auch wieder wegkommen, ich natürlich eh klar. So. Alles dann. So. Wir hätten wir doch lernen sollen, statt dem ganzen scheiß Überfall. Wirklich ausgezahlt hat sich's nicht, ne? Warte, wir brauchen. Zähl mal auf, 3, 2. Ja, passt, ich mach das. Entschuldigung. Informant, der Bernhard Stock hat das herausgefunden. Welche Matura? Wieder Schiller. Mei, kann das nicht. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Professor. Wir wissen, wo die Lösungen sind. Dürfen Sie stehen? Entschuldigung. Wehe, untersteht sein. Ich glaube, der Überführer... Oh, jetzt weiß ich nicht. Das haut nicht nur mich auf den Boden. Ich schon nicht so. Entschuldigung. Wenn du eine Schülerin wärst,
wenn du ein Schüler wärst. Ich glaube, so wird das nichts. Ich schau da rein, wenn ich mir in letzter Zeit bla 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 bla, jetzt weiß ich den schnell geredet wieder. Pfui! Was machen Sie denn da? Sie brauchen die Lösungen ja gar nicht. Jawohl!